Hi, ich muss das Video nochmal drehen, weil der Ton auf einmal ausgegangen ist. Meine Kamera spinnt ein bisschen. Ja, also wie ihr sehen könnt, habe ich auch meine Haare nachgefärbt. Endlich, denn der Ansatz war ja die Hölle. Ich fange mit dem Klamottenteil an, weil da habe ich nur ein Teil gekocht. Hier haben wir was von Syndicate. Ich habe mir dieses hübsche Jeans-Oberteil gekauft. Hoppla. Das ist so ähnlich wie ein Kleid, aber eher mehr ein Oberteil. Ich finde es aber wunderschön. Ich werde euch ein Tragebild einblenden, weil ich habe mich in der Garderobe fotografiert. Da könnt ihr das getragen sehen, wie das aussieht. Ich finde es ist schwer zu kombinieren, gerade weil es so kurz ist. Vielleicht mit Leggings oder so, aber das werdet ihr sicher noch in ein Outfit Video sehen, das Bug hat mich angeschnuffelt. Garantiert noch in ein Outfit-Video sehen, also keine Sorge. Dann, auf die bin ich sehr, sehr stolz, habe ich mir Ohrringe gekauft im Federstil. Schnittig hat mich angesteckt und vielleicht fixe ich sie ja gerade an mit die Ohrringe. Könnte ja gut möglich sein. Die sind nämlich wunderschön und verdammt lang. Also ich bin schon neugierig, wie die getragen dann aussehen. Die fühlen sich auch so schön an, das ist ein Wahnsinn. Mir gefällen die Federn mit diesen Pünktchen immer am besten. Also wir werden sehen, wie das getragen aussieht. Dann war ich noch bei DM. Ich immer mit meinen Sackerl, ne? Ich habe mir ein neues Deo gekauft, weil ich das von Balea nicht so vertrage. Ich kriege nämlich den Ausschlag auf beiden Seiten und das tut höllisch weh. Man kann sogar eine Sperre reingeben. Tada! Sehr cool. Sehr, sehr cool. Übrigens, das habe ich jetzt gerade am Anfang vom Video erklären vergessen. Das ist der Haul von dem Bubble Tea Video. Also, nicht wundern. Ja, dann habe ich noch meinen Make-up-Entferner nachgekauft. Kennt ihr sicher aus meinem Nachgekauft-Produkte-Video. Dann habe ich mir Ohrringe gekauft bei Ebeline. Ich habe den Finger dazwischen. So, hier. Schwarze, weil ich wollte schon immer mal schwarze haben. Ich habe nur welche in Herzform. Und da habe ich mir gedacht, das ist mal eine gute Option. Ja, und wenn ich eine neue Bürste braucht habe, ich weiß, ich rate das so runter, aber ich will nicht, dass das Video so lang wird, weil ich habe auch Angst, dass der Ton wieder ausgeht. So, Bürste habe ich mir diese hier gekauft von Ebeline, weil ich habe eine andere gehabt, die hat Soraya mal damals empfohlen und die fand ich kacke. Tut mir leid, Soraya. Soraya ist die Freundin von Chrissy Cosmetics, die wird jeder kennen. Dieses Bürstchen hat sogar einen Teil hier unten. Ich habe damit versucht, so einen Scheitel zu ziehen, aber das hat nicht ganz funktioniert, aber für was soll das sonst sein? Okay, dann noch ein Duschgel. Guck mal, schnittig, Balea. Das ist Guave. Und? Es riecht total geil. Ach, voll geil. Oh mein Gott. Okay, Schluss mit den Drogenstufen. Dann, also vergiss nicht, Schnittig, vielleicht stecke ich dich an mit dem. Dann habe ich mir doch noch aus der LA Kiss Culture, da verlinke ich euch den Gesichtspost unten. Das hat ja noch gedauert, oder? Diesen hier, das ist die Nummer 59S. Yo, babe. So. Meine Cam spinnt ein bisschen. So, ich war bei diesen Lippen hier. Das ist die Nummer, habe ich ja schon gesagt. Der ist wunderschön. Ich habe ihn schon mal benutzt, hier auf der anderen Seite. Ich finde ihn wunderschön. Und er riecht so geil. Also für Leute, die die Gerüche nicht so mögen, ist das wahrscheinlich nichts. So. Dann war ich noch bei Douglas. Das war sehr offensichtlich auch klar war. Ich zeige euch zuerst mal mein Pröbchen. Das ist das hier. Ich weiß noch nicht, ob das noch nicht probiert. Weiß man mal auf. Hey, das sieht aber hübsch aus. Könnt ihr das kennen? Ich habe noch kein Parfum drauf, ne? Dann machen wir das mal. Es ist wieder nur so ein Probeteil, wie von... das riecht aber gut. Pröbchen, wie heißt denn das? Lordos Diesel? Warte, dann könnt ihr das selber lesen. Ja, dann war ich noch bei Müller, bevor ich jetzt noch das Make-up zeige. Hier. Und das ist von der
Blenden, blenden, blenden. Das ist von der Miss Lean LA und ich glaube, das werde ich nie benutzen. Es ist noch zu. Ich werde das auch nicht swatchen für den Blog, also nicht wundern, wenn da nichts kommt. Weil wenn man den in den Ding reingeht, dann verwischt der Anker so und ich will das nicht. Ich glaube, da bin ich so wie Knuffi 2006 mit dem Seepferdchen und wird es bei mir dieser Anker sein. Ja. Und von MAC durfte natürlich auch was mitkommen. Das war ja eh klar. Ich muss aufpassen, dass das Reck nicht blinkt, weil dann nimmt er mir den Ton nicht auf. So. Und wehe, die Kamera spinnt wieder, dann... Boah. Ich habe mir aus dieser Kollektion mit diesen Nagellacken und Lipglossen den im... Moment. Impassioned... Ich vergiss den Namen immer. Ich habe den auch heute drauf. Deswegen swatche ich hier nicht. Wahrscheinlich ist die Farbe ein bisschen verfälscht, weil vorher war das auch so. Wie ich das Video versucht habe zu schneiden und dann war der Ton weg. Impassioned. Das ist so ein wunderschöner Lippi. Hier habt ihr noch drauf. Es kommt auch noch ein Post dazu. Upsi. Ein Post kommt dazu auch noch. Das wird aber jetzt noch eine Weile brauchen. Weil ich mir noch nicht sicher bin. Ja, der Post dauert bei mir ja gewaltig. Also nicht wundern. So, dann noch zusammen habe ich mir natürlich den CeraVe zusammen mit dem Lip Liner gekauft. Und die Verpackung werde ich sicher wieder aufheben. Garantiert. So wie bei der Shop & Coop und bei der Disney LA. Da habe ich es auch aufgehoben. So, also Lip Liner und den CeraVe. Der ist so wunderschön. Ich habe ihn auch einmal tragen. Da gibt es auch ein Foto. Das werde ich euch aber vielleicht nicht hochladen, weil das schaue ich so ätzend aus, weil ich da von der Arbeit zurückkomme, also nach Hause gekommen bin und ich habe da 9 Stunden kackelt und da sehe ich nicht gerade sehr hübsch aus danach. Und hier ist der Moment. Throw With Me Align heißt der. Der Lip Liner dazu. Und was mich stört ist, Moment, dass die so klein sind. Seht ihr das? Das finde ich, ich bin so nah bei der Kamera. Tut mir leid. Dass die so winzig sind, das finde ich dämlich. Sehr, sehr dämlich. Okay, zum letzten schon. Oh, das war schneller als geplant. Der Highlighter von MAC, der Crew. Jeder weiß ja nicht, wie man den ausspricht, den Crew. Ich liebe diese blaue Verpackung. Der ist so schön. Ich habe ihn noch nicht benutzt. Ich wollte ihn benutzen, habe es aber dann doch lassen. Oh. Nein, ich kann da nicht reinfassen. Ich entjungfere ihn erst, wenn ich ihn benutze. Der ist so wunderschön. Ich mag das. Ich finde das halt blöd, dass mehr Pink als Lila drinnen ist und dass das so doof irgendwie gemacht ist. Man sieht es richtig, dass da zu wenig Lila drin ist, mehr Pink und ein bisschen mehr Orange. Mir wäre es lieber gewesen, wenn sie das halbe, also gleich lang gemacht hätten. Bin schon neugierig, wie der ist. Vielleicht verwende ich ihn auch als Rouge, weil ich habe gesehen, wenn man die drei Farben mischt, zusammen mit dem Highlight, wird das eher ein Rouge als ein Highlighter. So, ich glaube, das war's jetzt. War's das, Bucky? War's das, Bucky? Ich glaube schon, ja. Kürzer als gedacht und ich hoffe, der Ton ist nicht schon wieder weg. Jetzt kriege ich dann gleich in ca. 15 Minuten Besuch. Also muss ich schauen, dass ich das Video. Muss ich noch schauen, dass ich das Video zusammenschneide. Das war der Haul. Was man nur unschwer erkennen hat können. Das Video Bubble Tea verlinke ich euch unten. Zusammen mit dem Blogpost von dem Bubble Tea Dings. Da habe ich noch meinen Haaransatz. Da könnt ihr das gut sehen mit dem. Auf das bin ich sehr stolz. Ich fühle mich auch sehr wohl, durch das, dass die Haarfarbe wieder da ist. Ach ja, und liebe Jasmin, der Tag, der Essens-Tag, also meine Videoantwort kommt ein bisschen später, weil ich... Das ist so anstrengend, das zu drehen. Da muss ich nämlich den Laptop mit herschleppen. Da muss ich das und das und das. Da muss ich die Sachen zusammensuchen. Also bitte habt noch ein bisschen Geduld. Ich mache den Tag mit, aber bitte habt noch ein bisschen Geduld. Okay, das war's. Wir sehen sich. Bye! Hi! Jetzt verschwindet die Sonne. Gerade abgebrochen das Video. Die haben. Ich heb mir das auf und schreibe es in die Info. Hey! Meine Cam spinnt rum. Hm? Okay. Oh, irgendwer redet über mich. Ich hoffe, ich hab den. Hey, lass das! Kannst du nicht das MAC-Sack demolieren? Ich weiß nicht, wie lange ich jetzt noch aufgenommen habe. Okay.
Das lassen wir mal so stehen. Mein Hund will meine Mac-Verpackung haben. Nein! Nein. Nein. Crank, aber wahr. Ich glaube, die Kamera ist jetzt anders. Egal. Ist ja Wurst. So. Kollektion. Ach, verdammte Hacke. Was ist mit der Cam los? Diese. Kein Kommentar. Den habe ich auch oben gehabt. Und kriegt noch einen Nervenzusammenbruch.